Aufnahmen mit Seltenheitswert. Touristen aus der DDR entspannen am Karibikstrand, bummeln ausgelassen über Märkte, bestaunen die Architektur Kubas. Für rund 280.000 DDR-Bürger wurde dieser Traum wahr. Sie nämlich kamen in den Genuss einer Kreuzfahrt unter sozialistischer Flagge. Vor allem von der MS Völkerfreundschaft träumten viele, einem Schiff, das seit den 1940er Jahren die Meere kreuzt. Die MS Völkerfreundschaft war das erste von insgesamt drei sozialistischen Traumschiffen. In Schweden gebaut, versenkte es unter dem Namen Stockholm 1956 die italienische Andrea Doria vor New York bei einer Kollision im Nebel. Danach wollte erstmal kein schwedischer Passagier mehr auf dieses Schiff. Die DDR kaufte den Luxusliner für wenig Geld und ab 1960 fuhr er als Völkerfreundschaft über die Weltmeere mit 500 FDGB-Urlaubern an Bord. Der Kreuzfahrtriese sollte in puncto Luxus den Schiffen des Klassenfeindes in nichts nachstehen. Deshalb war auch ein Arbeitsplatz auf dem Schiff mehr als begehrt. Angela Magirius heuerte als Küchenhilfe auf der MS Völkerfreundschaft an. Wir hatten zauberhafte Köche, tolle Köche. Die haben also kalte Buffets hergestellt. Die waren eine Augenweide. Es war genügend vorhanden. Und da war es auch, dass es zu Verletzungen kam, dass man sich also mit der Gabel in die Hand gestochen hat, weil man zuerst daran wollte oder eine ganze Hand Bananen genommen hat. Das war dann immer etwas sehr Trauriges. Die begehrten Urlaubsplätze an Bord wurden gern an treue Parteimitglieder und besonders verdiente Arbeiter vergeben. Und wir haben auch Auszeichnungsreisen gefahren für die DDR. Also wir hatten zum Beispiel Erntekapitäne, die haben so viel getrunken, die sind wenig an Land gekommen, aber die haben so viel getrunken, dass, als wir wieder in Warnemünde ankamen, der Biervorrat fast aufgebraucht war. Natürlich konnte an Bord auch geheiratet werden. Und auch sonst war auf der MS Völkerfreundschaft für so manchen Spaß gesorgt. Wie hier bei der Neptuntaufe, einem beliebten Spektakel auf hoher See. Doch auch auf dem riesigen Ozean wurde nie die sozialistische Heimat vergessen. Die Passagiere wurden überwacht, vor allem dann, wenn die Fahrt ziemlich dicht an den Küsten des kapitalistischen Auslands entlang ging. Gelegenheit für einen Sprung über die Reling in den Westen. Einer, der genau diesen Sprung wagte, war Manfred Semmig aus Döbeln bei Leipzig. Und zwar im April 1968. Nachdem Manfred Semmig seine Papiere für die Reise erhält, bereitet er seine Flucht akribisch vor, informiert seine in Kiel lebenden Eltern. Die weihen einen Verwandten ein, der beim Flottenkommando der Bundesmarine arbeitet. Auf der Heimreise will Semmig seine Flucht riskieren. Wir waren auf der Rückreise von Kuba. Wir kamen von Kuba und sind durch den Belt gefahren. Durch den Fehmarnbelt. An dieser Meeresenge, nahe der Küste zur Bundesrepublik, patrouillieren seit Tagen westdeutsche Schiffe der Bundesmarine. Mit an Bord Offizier Wolfgang Jungmann. Wir haben in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag in der Nähe vom Fehmarnbelt Feuerschiff auf die Völkerfreundschaft gewartet. Auf See lässt der Kapitän des Schiffes mit dem Namen Najade immer wieder das gleiche Manöver üben. Wir wundern uns nur, dass wir praktisch zwei Tage lang übten, Mann über Bord, insbesondere nachts, mit einer lebensgroßen Puppe. Dass diese Übung bald ernst werden sollte, wusste außer dem Kapitän zunächst niemand. Mitten in der Nacht passiert die Völkerfreundschaft die Position des Fehmarnfeuerschiffs. Niemand an Bord ahnt, was bald folgen wird. Manfred Semmig schaut aus dem Fenster seiner Kabine. Er hat eine Wäscheleine an Bord geschmuggelt und er besitzt ein Foto der Najade, um seine Retter zu erkennen. Die westdeutschen Schiffe verfolgen die Völkerfreundschaft, nähern sich ihr bis auf 150 Meter. Das sollte so aussehen, dass wir Backbord und Steuerbord links und rechts von der Völkerfreundschaft mit der Völkerfreundschaft laufen sollten, um dann, wenn wir sehen konnten, dass ein Mann von Bord geht, dass wir den dann retten konnten. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Manfred Semmig beginnt sich abzuseilen.
Der Mann, ich hab's durch ein Nachtfernglas beobachtet, hat sich an einer Wäscheleine runtergelassen. So ungefähr aus 15 Meter Höhe, würde ich mal sagen. Und die ist gerissen. Nun knallt er die ganze Bordwand runter. Und wir hatten stockfinstere Nacht. Und wenn wir ihn aus dem Auge verloren hätten, dann hätten wir den Mann vielleicht nicht wiedergefunden. Um den Flüchtling aus dem eiskalten Wasser zu retten, beginnt die Najade ein waghalsiges Manöver. Also hat der Kommandant sich entschlossen, hart steuerbar zu gehen, mit voller Maschinenleistung, auf die Völkerfreundschaft zu, um den Mann so schnell wie möglich an Bord zu holen. Wir treten also jetzt nach Steuerbord und dann kam uns das Heck der Völkerfreundschaft entgegen. Und dadurch haben wir dann praktisch sie gerammt, mit voller Fahrt, ungefähr 10 Meter vorm Heck. Auf der Najade fliegt alles durcheinander. Und auch auf der Völkerfreundschaft ist der Zusammenstoß zu spüren. Und dann rumste es ganz doll. Wir hatten eine Schlagseite kurzfristig von ungefähr 45 Grad. Auf der Brücke fiel alles durcheinander. Wir haben Glück gehabt. Wir haben keinen eigenen Mann verloren. Nach bangen Minuten gelingt es der Mannschaft, Manfred Semmig an Bord der Najade zu holen. Stark unterkühlt, doch am Leben. Die Najade läuft den Heimathafen an und dort in Kiel kann er seine Eltern in die Arme schließen. Semmig lebt danach noch viele Jahre in der Bundesrepublik. Die Völkerfreundschaft fährt in jener Nacht weiter nach Warnemünde, nur leicht beschädigt. Es war nicht der erste Fluchtversuch von einem Kreuzfahrtschiff und sollte nicht der letzte bleiben. Insgesamt 220 Menschen riskierten den Sprung ins Wasser, um den Restriktionen der DDR zu entfliehen. Das war nur eines der Probleme der DDR-Kreuzfahrt, denn die luxuriösen Dampfer verschlangen Subventionen in Millionenhöhe. Seit Mitte der 60er Jahre vercharterte die DDR ihre Kreuzfahrtschiffe zunehmend gegen Devisen an westliche Reisebüros. Die Völkerfreundschaft fährt bis heute. Damit ist sie das am längsten im Dienst befindliche Transatlantikschiff der Welt. Seit März 2016 trägt das Schiff den Namen Astoria und wird für Kreuzfahrten im Mittelmeer und in Nordeuropa eingesetzt. Und auch diese berühmte Dame hat dem Schiff schon ordentlich Glanz verliehen. 2017 diente die ehemalige Völkerfreundschaft als Drehort für die Castingshow Germany's Next Topmodel. Die Völkerfreundschaft. Ein Sehnsuchtsort mit äußerst wechselhafter Geschichte.